Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich natürlich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz besonders. Und ja, wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich auch liken. Und ja, beim letzten Mal haben wir uns hier weiter gekümmert um den Ausbau. Das klappt jetzt soweit auch ganz gut hier. Das ist in Ordnung soweit. Das machen wir jetzt weiter, dieses Projekt. Das werden wir jetzt hier mal weiter schauen. Gebäude brennt, ey. Es kotzt mich so an langsam. Wieder hier hinten mal. Jetzt das. Ist das hier das Geothermal Heating? Das ist... Ach, hier oben. Mal in der City. Hier scheint es aber... Ja, hier ist, ne? Super. Hier sind sie alle relativ zufrieden. Ist witzig. Ne? Hier sind sie recht zufrieden. Ah, Feuerwehr kommt. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir mal gucken, wie voll denn die Dinger hier sind. Ach, Gottchen. Gebäude ist ohne Strom. Warum ist denn das ohne Strom? Das ist doch total doof. Das ist doch total doof. Es kommt, also kannst du sagen, was du willst, ne? Was hier Korn und so weiter angeht, da kommt echt zu wenig rum. Warum ist denn jetzt. Warum ist denn hier so viel. Kein Strom? Was soll denn der Blödsinn hier? Ist ja echt hart. So kommt man auf die Probleme. Und wo ist der nächste Stromanschluss? Da hinten, am Arsch der Welt. Na super. Kommen wir daran vorbei? Nee, natürlich nicht. Na, vielleicht hier. Na. Ziehen wir halt hier lang. Feuer wurde gelöscht, das ist gut. Na komm. Och, Manu. Unglaublich. Da ist das Flugzeug im Weg. Nicht schön, was ich jetzt hier mache, aber es ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Hauptsache es ist verbunden. Der Rest interessiert mich jetzt gerade nicht. Hier ist nicht unsere Baustelle, sondern hier ist eigentlich wie gesagt, das ist jetzt hier echt hingefuscht. Aber wie gesagt, es ist mir gerade auch egal. Weil das funktioniert hier eh nur semi-optimal. So, okay, jetzt müsste es gehen. Denn hier wollen wir nämlich gar nicht heute arbeiten, denn wir wollen. Ja, da ist klar, dass es zu spät ist. Also es kommt hier definitiv zu wenig rum. Für die Mengen, das ist zu wenig. Da stimmt die Balance nicht. So, weg mit dem Krempel. Denn wir sind ja hier immer noch hier hinten beschäftigt an der ganzen Geschichte. Und jetzt das hier auch noch miteinander verbinden. Eventuell lassen wir hier auch noch mal was reinfahren, damit das nicht mehr so leer ist. Mal gucken. Aber erstmal soll das jetzt hier passieren. Als wir das hier hinkriegen, das heißt, wir nehmen uns den Kumpel. Ziehen uns den hier mal lang. Die beiden Äußeren lassen wir noch frei für eventuell andere Geschichten. Müssen wir mal sehen. Und jetzt, um eine schöne Kurve zu bekommen, ziehen wir das einfach mal
Na, na, komm schon. Oh, spring doch nicht wieder zurück. So, dahin. Dann können wir nämlich wunderbar hier lang eiern mit denen. Und in eine schöne Kurve das hier einbauen, ne? Trick 17,78910YB. Wenn ihr euch fragt. Ah, dann habt ihr eine schöne Kurve hingezimmert. Passt. So, das Ding ist eigentlich lang genug. So, das ist jetzt nur ein Provisorium. Nichtsdestotrotz. Fährt er ja eigentlich in die Richtung weiter. Muss das eigentlich ein Chain sein? Und hier muss eigentlich so eins rein. Ja. Dann lassen wir die mal hier fahren. Dann müssen wir nochmal da Dings bauen. Eine Weiche. Passt, wackelt und hat Luft. Dann. So. So. Sehr gut. So, zack. Zack. Machen wir dasselbe Spielchen hier auch. Na. Oh, immer dieses Mix-Signal, ne? Also das ist, ich weiß, es ist irgendwie unnütz. Braucht man nicht wirklich. Finde ich jetzt. Das ist ein bisschen. Bisschen nervig. Weil wann benutzt du das mal? Sagen wir mal ehrlich. Wann benutzt du das mal? Das ist so selten. Also für mich überflüssig. Finde ich jetzt. Na komm. Okay, das passt. Die fahren dann so da rein. Das ist in Ordnung. Du kommst von der Seite, fährst durch, fährst da rein, fährst durch. Mhm. So, dann endest du hier erst einmal. Aber wir bringen dich eventuell noch mit auf das Gleis hier. Strömen hier wie die Bekloppten ins Gym. Sieht gut aus. Nur Heizkraftwerk lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Da müssen wir nachlegen. So allmählich. Wie sieht's denn aus, heizkrafttechnisch? Powerplant. Heating, ja. So, wie machen wir das denn jetzt mal technisch gesehen? Wir fahren ja da teilweise auch rein. Ich überlege gerade, wie wir das schlau machen. Ich muss die nochmal rausfahren lassen. Mal gucken, wie weit die da reinragen. Weil die füllen doch schon den ganzen Bahnhof aus. Ich will nicht, dass es hier irgendwie einen Stau oder sowas gibt. Optimal wäre es dann hier eigentlich. Dass wir hier so abzweigen. Passt, das ist natürlich nicht mehr symmetrisch hiermit, aber wir haben es ja sehr symmetrisch eigentlich gebaut. Ich meine, wie lang der hier ist. Wenn er sich rumzwängelt. Ja, das ist der, der rausfährt. Und der, der reinfährt.
Okay, dann müssen wir die nochmal wegnehmen. Das geht so nicht. Okay, gut zu wissen. Vielleicht kommen wir so rum. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Das ist kein Problem hier. Der geht raus. Der muss dann warten. Genau, der fährt durch. Du willst ja hier lang. Kannst dann dahin fahren, beziehungsweise da durchfahren. Hoffe ich doch mal, dass das so klappt. So, okay. Das sollte klappen. In der Theorie. Wir werden es erleben. Oh, bam, bam. Bam, bam. Das wird ja noch interessant. Raus. Raus. So, du gehst mal da entlang. Ich muss mir das Raster einblenden lassen, weil sonst kannst du es nicht gerade legen. Und das wollen wir ja nicht. Zack. Ne, so ist doof. So ist besser. Dann passt das ganz gut. Gut, sehr gut. Dann können wir den Krempel, den Überschuss hier wegnehmen. Und so kriegt er halt eine sehr, sehr gute Kurve hin. So, okay. Das sollte klappen, wie gesagt. Ich bin gespannt, ob wir das so hinwurschteln, wie ich mir das vorstelle. Okay, weiter geht's mit den Signalchen. Na. Doch wieder den links. Okay, dann brauchen wir dich in normal. Genau, das passt. Das ist in Ordnung. Jetzt. Na. Perfekt. Raus. Rein. Das ist nicht korrekt hier. Nicht gleiche Länge. Aber so ist besser. Mhm. Bisschen länger als die da vorne, aber es macht nichts. Okay, den haben wir auch. Und dann können die hier vorne nochmal bis hier hinfahren. Durch das verkehrte Signal. Aber bis dahin, dann hier rein, dann können sie zur Not wieder wechseln. Okay, theoretisch sollte es funktionieren. Mal sehen, ob wir da einen durchgeschleust bekommen. Auf diese Zielgerade. Dann muss er ja hier drauf. Gucken wir mal, was wir da ausrichten können. Mal ganz kurz Pause. Wir haben nicht so viel Kohle gerade. So. Dann werden wir den Bereich hier noch ausfüllen mit Gebäuden etc. pp. Dann soll es auch gut gewesen sein. Der kann nämlich erstmal nur auf das hier. Macht aber nichts, er kann ja da wechseln. Eigentlich. 115. Zugverband haben wir da. Triebzug 416. Cargo. Okay, das sind diese kleinen Teile. 600. CSD 672er. Kosten der 426, ich werde irre. Nehmen wir den hier mal. Natürlich, ein Gebäude brennt mal wieder. Wir müssen eh auf Kohle warten. Naja, komm. Das Ding hier brennt, okay. Na, Feuerwehr.
Ich hoffe, dass sie es hier gebacken bekommen. Na komm. Langsam werde ich unruhig. Ah. Alles gut. Okay. Problem gelöst. Kein Thema. Wir warten, wie gesagt, jetzt auf Kohle. Damit wir noch uns einen Zug holen können. Und dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Was? Was zum... Ey, hallo? Feuerwehr war da. Die Feuerwehr war da. Hallo? Die Feuerwehr war da. Das hat doch funktioniert. Das kann jetzt hier aber nicht ganz richtig sein. Die Feuerwehr doch war rechtzeitig da. Ist ja unglaublich. Das ist so eine... Also ohne Worte. Die Feuerwehr war rechtzeitig da. Ich hab's so gesehen. Ich hab so extra drauf gewartet. So, jetzt müssen wir das passende Häuschen finden. Das ist dieses Stalinski-Stil. Stalinika, Stalinist-Style müsste es gewesen sein. Was ist das? Mittlerweile so viele Häuser hier. Ich glaube, es war aber die nächsthöhere Variante. Die hier. Naja, gut. Was soll's? Setzen wir dich halt da rein. Dann ist es halt so, mein Gott. Als ob uns das jetzt so schockieren würde. Na, irgendwie hakt es gerade ein bisschen extrem. Okay, Gebäude. 192, okay. Wie gesagt, das war jetzt echt... Die waren definitiv da, rechtzeitig, also... Na, 347. Hat uns natürlich wieder Geld gekostet, ist klar. Aber gut, wir kriegen ja auch wieder rein, so ist ja nicht. Ne, wir kriegen es auch wieder rein, das ist in Ordnung. Lass uns doch gleich mal überlegen, was wir hier hinten noch brauchen. Also, wir brauchen hier definitiv noch mehr Leute. Dann... Soweit so klar... Vielleicht wäre es auch mal ganz cool, hier so einen schönen Park oder sowas anzulegen, aber das ist schwierig. So, und das bleibt. Letzte Chance zum Kauf. Ich warte jetzt auf die Kohle, dass wir dann mal Gas geben können. Hier ist auch noch so viel Platz dann. Ist auch noch nicht angeschlossen. Mich jetzt hier verscheißern oder was? Kommst du da nicht rum? Kommt da nicht mit klar. Ich werde irre. Na gut. Ist auch nicht das Drama, wenn er das so haben will. Dann kriegst du das so. Ist doch kein Problem. Dein Wille ist Gottes Ohr. Okay, es passt nicht ganz. Bin ich nochmal weg. Wow. Bäm, dann passt das auch. Sehr gut. Es wird schon wieder Herbst und das macht mich schon wieder ein bisschen nervös. Weil wegen, wegen Heizung und so weiter. Das macht mich immer so ein bisschen nervös, Freunde. Wärmetauscher. Zeig mal her, was du hier hast. Passt doch hier eigentlich ganz gut hier hin. Der deckt auch eine Menge ab. Okay, da passt dann nicht hin, aber hier... Hätte sogar schon Strom. Wenn wir das so nehmen... Hinten, vielleicht bei der Kirche auch nochmal.
Und das war jetzt doof, den hätte ich nämlich drehen sollen. Stopp. Motsch. So, das läuft auch. Sehr schön. Mal ganz kurz ein Stöppchen machen und zusehen, dass wir jetzt schon mal auf jeden Fall die Heizung anlegen. Das haben wir hier hinten, ne? Das Heizkraftwerk gedöns. Wir werden vielleicht nochmal einen Wärmetauscher ranmachen. Kleiner Wärmetauscher, Wärmepumpe, kleine Heizpumpe, Heizpumpenstation. Beziehungsweise nochmal eine Heizpumpenstation hier ranpacken. Dass das hier auch nicht weg ist, ist irgendwie scheint mir auch ein bisschen buggyhaft zu sein. Wenn ich hier irgendwie ran, warte mal, Wärmepumpe. Wärme. Haben wir hier eine Wärmepumpe? Heizpumpstation in klein. Momento. Können wir die hier oben mit anbringen? Ja, können wir. Dann bauen wir die da oben mit ran. So. So, das haben wir. Okay, dann lass mal gucken, wo wir jetzt von abgehen. Hier bis dort ran müsste es reichen. Theoretisch. So, jetzt hier rüber. Ein bisschen so. Ist ein bisschen geschlängelt jetzt. Aber da kommen wir nämlich so nicht rüber. Kommen wir da ran? Das geht sogar. Ich werde bekloppt. So, über den Dings hier ran. So, passt. So, gut. Das haben wir auch. Das heißt, hier wird jetzt... Kommen wir wieder nicht darüber. Ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich jetzt, aber macht nichts. Wir sind doch kreativ. Geht doch. Komm nur da lang. Kein Problem, Mann. Dann gehen wir nämlich hier einfach runter und dann passt das. Na, und dann haben wir den hier auch in Betrieb. Na, dann müsste das laufen. Okay, kein Strom hier. Warum ist denn hier wieder kein Strom? Wir haben doch erst hier Strom hingebaut. Reicht nicht, um das Strom anzumachen. Ich werde irre. Irre. 500.000 auf dem Konto, aber kein Strom. Da sind die richtigen, ne? Da kommt Freude auf. Okay, Mittelspannungsschalter, Leistungstransformator. Ich glaube, ich hole mir mal hier so einen größeren Stromtransformator hin. Haben wir da nicht was? Moment. Stromtransformator. Das ist diese Variante. Switch High, Low, Low. High und Low. Könnten wir das so hinbauen? Why not? Komm. Was soll's? Was soll der Geiz? So, dann kriegst du den Anschluss dahin. Muss ja alles hier seine Ordnung haben, ne? Es geht ja nicht anders, ne? Das muss ja passend sein. So. Strom. Haben wir keinen Strom mehr? Wir brauchen
brauche nochmal Strom. Leute, ich brauche nochmal Strom. Wo können wir uns noch was abzipfeln? Da kommen wir nicht rüber. Ich gucke mir das gerade mal an, wie wir das am schlauesten regeln. Wir brauchen da hinten ja auch nochmal Strom. Kommen wir nicht drum herum. Da ist Strom. Könnten von da aus rübergehen. Ah, das wäre. Ja, okay. Wenn man das ja schon wieder im Wege. Dann würden wir so rübergehen. Ich weiß nicht. Ziemlich wild jetzt das Ganze. Aber na gut, was willst du machen, ne? Na, da war doch was. Was willst du machen? Na, ist nicht schön jetzt hier, das so jetzt so wild hinzubauen. Aber wir können auch da durchgehen. Aber es, naja gut, ne? Warum soll das erstmal Saft da? Würde ich mal behaupten. Jetzt gehen wir mit der Geschichte daran, damit wir hier auch Strom bekommen. Und es passt nicht hier hin. Ich werde irre. Was ist bekloppt bei? Na, das geht. Machen wir es dahin. Ist egal. So, okay. Dann sollte jetzt hier Strom herrschen. Ja, jetzt ist Strom da. Sehr gut. Passt, wackelt und hat Luft. Das ist auch da. Genug Kohle haben wir auch. Das heißt, wir können unseren Zug losschicken. Auf geht's. So. Zug verwandt. Da hat man, glaube ich, den hier genommen, ne? Blau. 120, 110, 110, 110. Und da hat man noch einen anderen hier. Warte mal kurz. Ja, das sind die. Die ja, blaue. Wir haben was. Why not? So, wir probieren es mal aus. Du hast folgenden Stop. Hier. 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 Und dann hier. Mach mal. Bin gespannt, ob er das korrekt einfährt. Dann lassen wir uns jetzt nicht mehr entgehen. Na komm. Komm, gucken, ob du rausfahren kannst. Ich muss erwarten, bis der da ist. Dann müsste er eigentlich rausfahren können. Ja, jetzt kann er, okay. Ich hoffe, das klappt so. Fährt raus. Ja, es wird besser. Es wird langsam. Okay, er fährt nicht korrekt. Ja gut, er kann auch da noch abbiegen. Also eigentlich müsste das kapieren. Ich bin gespannt. Okay, jetzt wird er kurz ausgebremst durch den hier. Aber eigentlich müsste er da hinfahren können und da durchfahren. Mal sehen, was er macht. Fährt gerade. Das passt sogar, glaube ich.
Ja, geht. Macht er richtig. Alles gut. Fährt ein, okay. Leute steigen aus, sehr gut. So, gib Gas, Kumpel. Dann müsst ihr hier durchfahren. Und dann da hinten wieder ankommen. Das heißt, wir nehmen den äußeren Ring dann noch mit. Ah, keine Rubel gerade. 0 Rubel. Ist Hammer. Ist echt der Hammer gerade. Ja, es klappt. Dann fährt er hier unten runter. Und dann hält er hier auf der Gegenspur. Oh, ist doch wunderbar. So soll es da sein. So, eventuell nochmal Signale. Wären, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, okay. 1A. Perfekt. Ah, hier ist dann richtig dicker Verkehr. Warte mal, jetzt fährt der, glaube ich, zurück, ne? Ja, das ist doof. Alter, stopp. Also, der ist ja Litopia Rail Station, ne? Litopia, genau. Dann musst du nach Litopia... bitte nochmal hier halten. Und dann nochmal da halten. Auf dem Rückweg. Und dann fährst du sowieso wieder dahin. Ja, mal ganz kurz gucken. Müsst ihr machen. Naja, fährt durch. Okay. Aber hier müsst ihr halten. Hallo? Ja. Okay. So, jetzt fährst du nach Dusella dahin, ne? Genau. Dann nach Holden Station. Na, dann nach Litopia, dann wieder nach Holden Station Reverse und dann nach Rail Station. Und dann wieder dahin. So sollte eigentlich das sein. Ich muss nur mal ganz kurz beobachten. Jetzt kommt wieder Kohle rein. Okay. Ja, ist natürlich noch nicht viel los hier, ist klar. Bus Station ist auch noch nicht in Betrieb. Also auf dem Rückweg muss er da eigentlich halten. Eigentlich. Das gucken wir uns jetzt, wie gesagt, nochmal an und dann sehen wir weiter. So. Mal ganz kurz warten. Da hinten kommt er. Fetter Betrieb hier. Schöne Farben. So, okay, der Tank, das ist in Ordnung. Da hinten, den Stau werden wir da nie richtig lösen können, leider. Okay, der fährt zurück. Ich gucke mir das mal an. Also wie gesagt, eigentlich müsste er jetzt hier nochmal halten auf dem Rückweg. So, komm. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir dann beim nächsten Mal schon anfangen, das Thema Stahl an den Start zu bringen. Ah, jetzt hält er. Jetzt geht es. Alles klar. Gut, jetzt passt es in Ordnung. Und damit sind wir dann mit der heutigen Folge auch vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.